Und da geht's weiter mit Fallout, Leute. Ich habe jetzt, glaube ich, 7 Tage nicht aufgenommen oder was, also eine ganze Woche lang, ja, weil ich so viel vorgearbeitet hatte. Kate, wir müssen dich retten. Ich kann jetzt alles einfließen lassen, was ihr so über diese ganze Woche geschrieben habt. Keine Sorge, ich habe das fast gar nicht vergessen. Wir kümmern uns auf jeden Fall erstmal um die Kate. Ne? Wir machen sie mal heile und dann können wir mit ihr eine Beziehung beginnen, Kinder machen, uns zur Ruhe setzen und so weiter und so fort. Sean, wer ist eigentlich Sean? Keine Ahnung. Ah, ja. Ich habe jetzt wieder richtig Bock, ein bisschen zu zocken. Ich habe jetzt zwar nur eine Stunde Zeit, also kann 2 Folgen easy peasy hinklatschen, locker. Ich bin nämlich sehr gespannt, was so passiert. Diese Aufgabe habe ich noch nie gemacht, diese Kate-Sache. Machen wir mal Luki Luki. Also, wir haben hier alles freigeräumt. Da war ja so eine Roboter-Dame. Ist das arglaut hier? Ja, ich schieße mit dem Schalli, wie behindert. Ich glaube, es ist ziemlich laut. Naja, läuft. Ich muss auch was hören, ne? Ist klar, ist klar. Hier war doch ein Geschütz, oder? Geschütz? Habe ich das zerstört? Hat das die Kate zerstört? Machen wir hier zu. Oh! Okay. Kate, was hast du da versteckt? Nichts? Also, sie ist ja bei einem Doping-Skandal, sie, ne? Ihr wisst Bescheid. Und wir müssen ihr jetzt wieder helfen. Und sie total krass retten. Gut, let's go. Alles ein Aufzug, okay. Wir suchen hier in der Vault nach einem Heilmittel für sie. Sie hat gemeint, hier gibt es eine Maschine oder so, die sie von ihrer Sucht heilen kann. Ich hoffe, wir finden diese Maschine. Ne? Was haben wir hier für eine Wumme? Gar keine? 2? Achso, ich kann hier drin keine haben. Okay. Gleich kommt ein Ladepunkt. Ah, da ist er schon wieder. So. Wird ein Schuh draus. Kate, ich kann irgendwie die Waffe nicht sehen. Was habe ich denn in der Hand? Ah, jetzt. Na, alles geht doch. Hallo? Gut. Alter, geht das tief. Ah. Oh, fuck. Kate, warte kurz. Oh, Kate. Kate, hier ergibt sich eine winzige, aber doch hartnäckige Problematik in dieser Geschichte. So, das war's schon. Direkt hier rein. Lalala. Lalala. Ja, ich habe gelesen, dass wenn man mit den... wenn man diese Kompagnons, diese Quests macht, mit den Kompaden, oh, dann hat man... Dann kann man mit ihnen eine Beziehung eingehen, also mit manchen. Und hat eben diesen Vorteil, dass man dann, wenn man schläft, dann schläft man grundsätzlich mit seinem... Mit seinem Knilch. Ja, und dann hat man so einen ausgeschlafenen Bonus oder irgendwie sowas in der Art. Du Scheiße. Ja, ist in Ordnung. Mit dir habe ich keine großartigen Boni, ne, Kate? Weil du hier ausrastest. Wie so eine Pute. Hier. Bitteschön. Ja, guck mal, da ist alles rot, Kate. Sicher, dass du wieder gesund werden willst? Guck mal, die kaputt schießen so die Dinger. Wie sie abgeht. Oh, fuck. Oh shit. Oh! Okay. Wir brauchen ganz dringend Jet. Oh, scheiße, ja! Kann ich jetzt vielleicht einfach ihren Kopf kaputt schießen? Ich gehe mal davon aus, dass es Frauen sind. So wie die Pam. Oh shit. Bitch. Ist da noch jemand? Ah, die sind alle über uns oder unter uns. So. Ja, ich gehe da grundsätzlich von Frauen aus. Achso, das ist direkt hier eine. Was sind das hier für Dosen? Hey. Ach. Sind das... Ah, Blechdosen. Ich dachte Aluminium, aber die sahen schon ziemlich dark aus. Oh, was geht denn hier ab? Was geht hier ab? Was machen die für ultra krasse Geräusche? Ah, fuck. Flog ein bisschen hoch. Den holen wir uns mal direkt da oben weg. Den Schniedler. Boom. Ach, der Soldat. Oh, da ist auch noch jemand. Die drücken uns gerade ein bisschen rein. Und. So. Jetzt mal was futtern. Das geht, glaube ich, nur, wenn sie auf sind. Ah, die Geschütze habe ich ausgeschaltet. Okay. Dann der Rekrut. Du bist natürlich ganz schnell weg vom Fenster. Zack. Oh. Die Köpfe fliegen gar nicht mehr ab. Sind die früher nicht öfter mal abgeflogen? Okay, mach das doch einfach mal. Da geht's hoch, okay. Hier ist alles zu. Oh, das Tablett können wir mitnehmen. Kate macht einfach mal weiter. Wir kümmern uns hier mal um die Leichen. Hoppala. Da war das Zeug weggetreten. Wo kommt ihr jetzt her? Oh, ist aber bitter.
Die guten Stiefeletten. Hier ist nichts mehr. Ist da noch Scharmbel drin? Ja. Jetzt können wir noch kurz die Leichen plündern. Da geht es auch noch runter. Habt ihr das gesehen? Da geht es ziemlich tief. Ah, da ist eine Dingdose. Aluminium. Aluminium. Hier ist ein Weg. Ist der verschlossen? Ein Meister. Terminal. Mache ich im ersten Versuch. Kartoffelsalat. Oh, schade. Infestation. Okay. Ne? Ne? Da rechts steht es ja auch. Ich kann einfach da rechts gucken. Okay, das ist irgendwie einfacher. Ich bin jetzt in meinem Kopf durchgegangen. Ich habe nichts gesagt. Das sieht doch. Oder? Nee, da hinten das. Nee. Ah! Okay. Scheiße. Das ist jetzt kacke. Was ist es denn? Wo haben sie denn die. Also das T. Das. Das A. Da hinten das A ist es. Okay, das A. Irgendein A da hinten. An welcher Stelle? Ist das es? Fick doch die Wurst, Mann! Okay. Oh, zwei. Okay, accelerates. Das ist möglich. Ach, scheiß auf die Wand dann. Ist natürlich hart, ne? Die Kate kann sowas nicht zufällig. Hoppala. Kate, kannst du sowas? Ich glaube nicht, dass sie irgendwas, hey, irgendwas kann. Hey. Kannst du das, ja. Kate, du hättest es eigentlich machen sollen. Komm kurz durch. Oh, drei, fuck! Ah! Kate, ich hab gebumst! Okay. Und jetzt bin ich in diesem scheiß Kate-Menü. Auf ihn, Kate! So. Boom, Schakalaka, aha. Er stört mich einfach, während ich den Code hacke. So, Kate. Hey. Hoffentlich ist es das wert. Ja, Kate. Aufgepasst. Guck mal da. Guck dir das an. Behalt aber dein Hemd an. Schau's dir an. Nö. Kate, du bist eine Bitch! Ist das verschmiert? Das oh, da ist mein Blut jetzt dran. Nee. Super geil. Super geil. Das sehst du. Achso, halt, warte. Aber das ist mein Pip-Boy, der da reinblendet, ne? Also, Devastation. Eins. Oh, Researching. Geschafft. Ja. Oh Gott. Das ging ja voll schnell. Pack nicht First Try. Hör mal so. Überlass das wissenschaftliche Zeug den Superhirn und lass uns abhauen. Ja, warte kurz. Da unten ist doch dein Zeug, wo wir dich heilen. Aber wir gehen erstmal woanders lang. Ching, ching, chong. Oh fuck. Pff, ich wollte die Tür noch schnell zumachen. Dumm, 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 dumm. Oh. Ist es so eine gute Idee, runterzugehen? Sicherlich. Warte mal, haben wir die Pump dabei? Ja, ne? Was zum. Achtung, Kacke, Achtung, Kacke. Au. Bleib liegen. Ich schieße einfach auf keinen von beiden, sondern schieße in die Mitte. Sehr gute Priorisierung vom Gegner. Ah! Da ist eine Pip-Boy-Puppe, ich hab sie genau gesehen. Komm doch her, Bitch! So. Ich würde gerne diesen Herren direkt vor mir abschießen. Dankeschön, Wetz. Boom. Bam! Oh oh. Stehen geblieben. Oh nein, jetzt direkt vor mir diese Kante. Oh, gut genutzt, die Wetz-Geschichte. Sehr gut genutzt. Haben wir was zu naschen dabei? Gucken wir kurz rein. Nö, sieht nicht so aus. So, jetzt ist aber Ruhe im Karton. Erstmal den Arm abgeschossen. Wie so ein. Oh Gott, ist das. Ich hab kurz überlegt, ob das die Kate ist. Hier ist unsere. Ding des Todes. So, wo war jetzt diese Puppe? Ah, da ist sie. Steht direkt da vorne. Beruhig dich mal, Körper. Beruhig dich mal. Wir müssen noch kurz alles durchladen, bevor wir hier. Und dann können wir noch pennen gehen. Don't want to set the world on fire. Gott, das ist aber ganz schön laut. Das könnte natürlich. Oh, warte mal. Das könnte einen Treffer geben. Hallo? Hallo?
Ja. Ja! Diese Toid aus. Fucking Toid. Oh, da haben wir mal eine krassere Rüstung. Okay. So, können wir jetzt bitte... Wo sind denn hier Gegner? Privates Terminal. Protokoll 1. Scheiß auf Voltec. Sie sagten, dass sie uns helfen wollen. Der Volto angeblich sicher. Ein Ort, an dem Rehabilitierung zwangsläufig garantiert ist. Für die meisten wäre das Ende der Welt gewesen, aber für uns verlorene Seelen war es ein Neuanfang. Ich war froh über die Chance, noch einmal von vorne anfangen zu können. Wir alle hatten in den letzten 5 Jahren so unsere Probleme, aber die Zeit hier hat uns zu einer Familie zusammen geschmiedet. Es sind also die Geschmiedeten. Jeder von uns hätte hier drin zu gerne den Rest seines Lebens verbracht. Und jetzt das. What happened? Die wussten, was sie tun. Sie haben nicht versucht, uns zu helfen. Hätte nie gedacht, dass ich nochmal in meinem Leben Camps sehen würde. Warum auch? Aber jetzt sind sie hier. Genug für den Rest unseres Lebens. Einfach auf dem Präsentierteller. Wie in einem verdammten Schaufenster. Und sie waren die ganze Zeit über hier. Ein paar haben sich gar nicht erst gewehrt. Haben sich geschnappt, was sie konnten und liefen weg, um high zu werden. Es gab Kämpfe. Ich höre noch immer Schüsse. Ich bin nicht bereit, all das aufzugeben, was ich hatte. Oh shit. Ich dachte, ich hätte das Zeug hinter mir gelassen. Ich dachte, wenn ich es nochmal sehen würde, hätte es keine Macht mehr über mich. Ich habe mich getäuscht. Ich brauche jedes Gramm Willenskraft, um mich hier weiter in meinem Zimmer einzusperren. Ich halte das nicht mehr aus. Es gibt keinen Grund, nüchtern zu bleiben. Hier unten ist alles genauso beschissen wie da oben. Ich brauche etwas, was mir dabei hilft, das zu ertragen. Das Programm interessiert mich nicht mehr. Es ist mir egal. Wirklich, mir ist alles egal. Ich gehe jetzt da raus zu meinen Freunden. Hoffentlich ist da überhaupt noch jemand. Shit, die haben die Leute erst komplett kuriert und von ihrer Sucht... Ist das vielleicht das Geschütz, das mich da... Ach, leck mich doch. Ist das, die haben die Leute komplett geheilt? Und dann? Haben sie in Drogen reingestellt. Einfach so. Just out of fun. So, Geschütz, du bekommst jetzt ganz schnell auf die Nase. Ah, das wird mich schon nicht verletzen hier, oder? Hallo? Und ich denke, jetzt können wir auch schon pennen. Leg ich da vielleicht richtig. Hallo? Leg ich da vielleicht richtig? Ja! Das war nur das Geschütz gewesen, all die Jahre. Scheiße. Das kann doch nicht mal zu mir hinlaufen. Da ist natürlich der Denkfehler drin. So. Oh. Noch was zum Entriegeln. Ich hoffe, es ist für euch nicht tragisch, dass wir hier noch kurz durch die Vault durchgehen. Aber wahrscheinlich sind wir da so schnell erstmal nicht mehr. Deswegen sollten wir schon durch. Ganz viele Grundkurks. Crown kicks. We got so much crown kicks in here. Look at die, bruh. Look at die. Psycho. Alter. Postbotenmütze. Da war der Postbote. Von der ganzen Gang hier. Ist hier noch irgendwo was Schönes? Von da sind wir, glaube ich, gekommen. Das sind die ganzen Wohnbereiche der Leute. Haarklammerbox. Sehr gut. Ah. Hier ist niemand. Nur weil ich hier in dem Scheiß rumlaufe wahrscheinlich. Komm, die nehmen wir auch mit. Müssen es halt dann wieder ablegen, die Nuka-Cola. Ja, so viel Jet, krass hier. Das war notwendig, dass wir hier mal runterkommen. Ich denke, der ist hier drin, ne? Das geht ab! Hallo. Bleib ruhig liegen. Hahaha. Wow, scheiße. Er fällt unter das Bett, okay. Einfach vor Schreck unter das Bett gefallen. Der Pistol Mama. Hier ist so viel Schotter. Oh Gott, hat der das? Kampfmucke? War das eben Kampfmucke? Ja, ne? Oh, shit. Und sonst war es das soweit, oder? Moment, was ist da drüben? Ah. Das hier war der versteckte. Glaubt ihr, das war hier versteckt? Das ganze Zeug? Daddy-O. Oh, ich glaube, Daddy-O ist richtig krasser Stoff. Richtig hartes Zeug, Alter. Ist nur für die Großen was. Okay. Oh. Okay. Wo ist eigentlich unsere Mucke? Ich habe doch immer das Radio angehabt. Ist das aus? Ah, jo. Das war echt. Hallo, ich will so ein bisschen gedudelölig haben. Krass, so viel Zeug. Ey, wenn wir das verkaufen, wir sind reich. Wir sind reich. Das klang gerade eben wie so ein Roboter, der rumrennt. Handschellen, auch gut. Kate, ich hab Handschellen. Läuft bei uns, Kate. Mhm. Das war's. Ich glaube, das... Ja, das war's. Das wird das gewesen sein. Wir können also hoch hier durch. Da haben wir vorhin den Kack gehabt. Jetzt ging es, glaube ich, da drüben. Da sind wir hergekommen.
Wir haben da drüben die Tür geöffnet. Hier unten ist noch der Rest an... Oh, ich dachte, da stehen zwei und unterhalten sich. Wir versuchen jetzt den einen totzuschlagen hier mit unserer überkrassen... Mit unserer Klinge. Boah, die haben ja alle gepennt. Hallo? Gönne? Gönnerlein? Ich höre dich doch. Oh. Im Reaktor. Okay, das sind mehrere. Das ist dann vielleicht doch etwas blöd mit dem Ding hier. Ja. Ja, das ist, ich muss das doch ganz kurz gescheit machen. Da ist sogar ein Legendärer dabei. Hallo. Bist du der legendäre Boy? Will ich doch hoffen. Ah, wir haben Esel. Ah, es ist nur der... Hi, Boys and Girls! Runter! Einfach mal aus der Decke geflogen. So. Shit, Mann. Es sah bestimmt cool aus. Aber umsetzungstechnisch war das nichts. Was? Der hat mich gerade gefickt? Um Gottes Willen. Hat der mich echt gerade gedödelt? Nee. Es muss ein Grafikfehler gewesen sein. Ach, vielleicht bin ich beim Runterspringen so ein bisschen gedamaged. Ist auch möglich. Oh, nee, wie behindert. Das war überhaupt nicht geplant. Komm hoch. Hallo. Oh, da willst aber jemand wissen, da unten. Kate? Wo ist eigentlich Kate? Ist sie schon in der Heilung? In der Kapsel drin und heilt sich? I got ya. Ich gehe jetzt halt mal zu dem runter. Jetzt muss ich doch mal ein bisschen ranplatzen hier. Wenn ich jahrzehntelang hier rumpimmeln. Wie hat er mich so schnell gekillt vorhin? War ich ultra down im Leben. Obwohl, ich habe nicht nach dem Live geguckt, als wir unten aufgekommen sind. Es kann gut sein, dass wir da ein bisschen Damage gefuttert haben. Ja. Ha, das war's schon. Verursacht 10 Punkte Kryoschaden und friert Ziele bei kritischen Treffer ein. Alles klar. Was ist passiert? Die Kate. Hä? Kommt er da nicht raus, oder wie? Vorhin waren es 3, ne? Jetzt sind es nur noch 2. Und der dritte ist hier drin eingesperrt. Komm. Schüssel. Na. Ah! Jetzt aber. Also. Cool. Du bist ziemlich geschickt mit einer Haarklammer. Ja. Alter, wie die mich beschimpfen. Als wenn ich ein Arschloch wäre oder was. Ist der dumm? Stealth Boy. Sonst nicht viel. Ah, sonst nicht viel in Safe, sonst nicht viel. Hier ist eigentlich nichts mehr. Also in der Theorie liegt hier gar nichts mehr rum. Küche! Ah! Übrigens, heute ist die Tastatur angekommen. Also ich habe sie jetzt bald hier. Meine Freundin bringt sie später mit. Das ist schon mal richtig nass. Dann mache ich dann ein kleines, schickes, technisches Dokument. Dann mache ich dann ein technisches Dokument raus und fertig ist der Lack. Mache ich ein Unboxing und dann packe ich die direkt hier ran an der BC. Kate, ich bin nicht verschwunden, ich bin hier. Muss halt mal die Augen aufmachen, Lady Kuh. Ach du Schädel. Holy cow. Da, das ist der vorhin kam, ne? Glaubt ihr, der Ding bringt uns um? Wenn er uns trifft? Nee, ne? Das ist doch bestimmt nur so Pillepalle. Die haben sich hier besoffen und sind dann gestorben. Nein, warum nicht? Warum denn nicht? Wundert mich jetzt, dass der irgendwie nicht strahlt oder in irgendeiner Form gefährlich ist. Also bis auf diese Schüsse. Hoppala. Die Leiche geflattert. Und jetzt sind wir wieder hier. Okay, gut. Kate, wir können nun an deine Heilung gehen, oder? Lass uns noch ganz kurz hier oben reingucken. Hier war ich drin, da war ich drin, ne? Alles klar. Was war da hinten? Ah, da gehst du doch hoch, gell? Lass doch mal kurz hier hochgehen. War hier noch irgendwas Spezielles? Oh. Ja. Die waren alle die Nummer 95. Ich habe jetzt unten gar nicht geguckt, aber scheinbar waren sie alle die Nummer 95. Krass. Sehr, sehr krass, wirklich. Boston Bugle, OP-Tablett. Anything goes. Terminal des Aufsehers.
Vault 95 Aufseherleitfaden. Der Aufseher von Vault 95 wird gewählt und leitet die täglichen Treffen. Außerdem sorgt er dafür, dass die anderen Bewohner die Regeln des Vault-Tec-Rehabilitierungsprogramms befolgen. Es handelt sich also nicht um eine Machtposition. Stattdessen stehen Unterstützung und Dienstbarkeit im Vordergrund. Verstöße mit positiver und... Okay. Die Bewohner von Vault 95 sind eine Familie und haben den gleichen Weg vor sich. Die Position als Aufseher sollte nicht als Ausrede dafür dienen, den eigenen Weg nicht fortzusetzen. Der Aufseher wird jährlich am 30. Oktober gewählt. Die Bewohner werden dazu ermutigt, ihre Entscheidung anhand der Punkte auszurichten, die möglichen Kandidaten im Programm gesammelt haben. Die möglichen Notizen zum Treffen. Blablabla. Bewohner Michael hat zum Ausdruck gebracht, dass er die Zahl der Treffen reduzieren will. Er glaubt, dass Cam-Abhängigkeit kein Problem mehr darstellt. Bewohner Randall hat die Gruppe darin erinnert, dass die Einhaltung des Programms Bedingungen für die Aufnahme in Vault war. Bewohnerin Patricia fragt sich, ob Vault-Tec überhaupt noch existiert. Bewohner Randall hat die Gruppe daran erinnert, dass wir alle Abhängige sind. Ohne das Programm könnten wir ungesunde Angewohnheiten entwickeln. Ich habe Randalls Einschätzung zugestimmt. Die Angelegenheit wurde zur Abstimmung gebracht. Die Abstimmung fiel einstimmig für die Fortsetzung des Programms aus. Sehr schön für euch. Halt, da war noch eine Nachricht. Gebäudeverwaltungsflügel verriegeln. Verriegelte Tür zum Gebäudeverwaltungsflügel. Oh shit. Ja, scheinbar ist dann alles übergekocht. Klar, wenn man die ganzen Junkies hat und sie entgiftet und dann sagt, hey, hier sind 800 Kilo Stoff. Dann kann das schon krass ablaufen, nehme ich mal so an. So richtig krass, total brutal. Also, jetzt können wir ham. Also Keter halt reparieren. Dann. Nur übers Terminal. Fick, ey. Ich dachte eben, wir müssen es nochmal hacken. Öffne dich. Stacken wir denn jetzt hier drin? Kate, stacken wir jetzt hier drin, wenn wir das gleich zugeht? Mach's nicht zu, Kate. Hi, bitch! What are you doing? Don't shoot at me, please! I'm scared. Überraschung. Im Ultrakasten Tuch im Gesicht! Boah, das will ich sofort haben. Das sieht dann dem Hund dann. Au, au! Du Dummkopf! Boah, wie einfach in die. Ich dachte kurz, er ist in die Wand rein. Hallo. Wer war das? Au! Erst schmeißt er mit irgendeinem Scheiß nach mir. Dann schlagt er mich einfach. Der wahnsinnig. Warte kurz, hier wäre Benzin. Der Bruder ist. Okay, das Halstuch, dieses Halstuch. Kann ich das anziehen? Ersetzt das irgendwas? Filzhut, was ist denn los? Was ist los mit uns? Hat das irgendwas ersetzt? Nee, ne? Leute, wartet mal. Fucking Mäuschen, fucking Mäuschen. Verfickte Ameisen, habe ich gerade gesagt. Da. Kommt ihr doch her. Ich habe einen Kopf, einen Hals, ein Mundtuch. Oh, Mundtuch? Kopftuch? Wie war das jetzt eben beschrieben? Wie war das gerade? Ey, war doch gestanden und das Ding. Aha. Hier geht's einfach nur rum, ne? Ja. Das wird zu hart für dich, Kumpel. Ach. Laber doch mal kein Apfel, da, oder? Soll ich schon mal ins Gesicht bratzen, da, Fräulein? Hast du schon mal Klatscher bekommen ins Gesicht? Ha? Tut weh. Und wie? Gut. Zerstört. Ich habe gehört, hier ist noch ein kleiner Feind. Hallo? So, und so. Immer noch jemand. Müssen wir noch so weit gehen hier oben? Im Moment ging es eigentlich hinter uns gerade weiter. Was bröckelt denn da rum? Hier bröckelt die ganze Vault. Geht's da? Nee, sieht nicht so. Oh, halt. War das nicht gerade eben. Hä? Achso, das ist der Spind. Ich dachte kurz, hier wäre eine Tür angezeigt worden. Läuft. Weiter geht's. Da ist nichts mehr. Wo ist dieses Geschütz? Es ist so weit von uns weg und trotzdem registriert es uns irgendwie immer und hört dann wieder auf. Was sind wir da vorhin? Ja, das ist. Direkt hinter uns, da wo wir vorhin waren. So, hier ist diese Facility. Moment, warte mal kurz.
Lass ich mal ganz kurz. Bevor jetzt die Kate dann gleich irgendwas startet. Also, weil da jetzt kein Passwort drauf war, nehme ich an, dass man damit die Türen öffnet und dann kommt Kate und sagt: Oh, du hast mich gerettet. Und so weiter. Geschafft. Deswegen. Fuck. Und deswegen machen wir das wie folgt. Wie folgt machen wir das? So. War das das hier, was ich da gerade. Oder das? Hehehe. Ich hab doch wieder überhaupt gar nichts gemacht. Ihr greift mich die ganze Zeit an, wenn ihr mich nicht angreifen würdet. Ich würde nichts machen. Ich würde einfach reinspazieren, Kate heilen, rausspazieren, läuft. Okay. Oh. Ha. Psycho. Get Psycho. Die sind hier drin. Die sind echt da drin. Los geht's. Türsteuerung. Öffnen. Let's get ready to shoot. Müsste jetzt irgendwie voll die krassen Dinger hier haben. Oh Gott, es ist der Kommandant, es ist der Kommandant, es ist der Kommandant! Kommandant! You're gonna cry like a little bitch, was ist der, yo? Krass. Baba, 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 ba, la, 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 la. So, direkt erledigt, direkt verledigt haben wir das. Und noch ein bisschen Heilung anstreben. Machst du schon, ist das Stück da gerade eben bis, ja, bis hier vorgeflogen. Von der Projektor, hey. Von der krasse Überprojektor. Ein Wecker, eine Kronkorkenmine. Warum stehen die da immer so rum? Wie werden die ausgelöst? Ich finde die Kronkorkenmine ja oft so, wurde aber auch schon manchmal von denen weggesprengt. Die stellt man einfach so hin auf den Tisch und dann gehen sie hoch oder auch nicht. Das ist irgendwie... Das ist irgendwie merkwürdig. Wisst ihr was, mir kommt das doch bekannt vor. Kann das sein, dass ich das doch mal gefunden hatte, aber dann irgendwie... Spricht der Reinraum mit mir? Kann das sein? Nee, dann doch nicht. So, Kate. Okay. Ja. Kate, bitte. Wartet, wartet. Idee. Speichern. Und dann muss geschwind loaden, ne? Wisst ihr, wie der Hase läuft. So, Kate, und jetzt bist du wie von Zauberhand neben uns gespawnt. Tada! Fuck. Na! Kate! Da. Ich hab sie steppt unter uns. Ja! Schneller, Kate! Oh Gott, du bist so langsam! Wie sie sich total krass schleicht. So. Ja, gut, ich komme ja schon. Kann man eigentlich irgendwie laufen? Keine Ahnung. Also rennen, ihr wisst schon, wie ich meine. Kate, komm, schnell. Ich habe was total Cooles gefunden. Und zwar eine Leiche, Kate, eine Leiche. Hast du gesehen? Oh, sogar ohne Kopf. Wie das sitzt! Total chillig. Ach super, die muss jetzt... Also ich meine, man merkt, ihre Ding ist gestartet. Dieser Trace, dieser, ne? Aber sie ist zu langsam. Sie könnte sich doch jetzt in dem Fall auch nochmal... sie hätte sich teleportieren können. Würde ich mal so behaupten, dann kann ich das vielleicht kaputt schießen. Nicht. Na, ist ja kein Suchlicht gewesen. So, Kate, guck mal da, was ich für dich hier vorbereitet habe. Du wirst es nicht glauben. Jetzt will ich aber wirklich einiges. Ein ganzes Loblied will ich bitte hören. Kate. Kate. Na also. Mal gucken, was jetzt sagt. Du hast mich gerettet. Nimm mich zur Frau. Oh, komm nur noch nicht dahin, hier lang. Da. Nein. Wo ist er? Kate? Ja, ich stehe hier. Hallo, Kate. Geh rein. Hi. Die Antwort auf meine Probleme ist in diesem Raum. Aber ich weiß nicht, ob ich es wirklich machen soll. Kate, natürlich. Willst du nicht wieder gesund werden? Ich weiß nicht. Mein Körper sagt mir, ich soll es hinter mich bringen. Aber was, wenn das Psycho mich zusammenhält? Was, wenn mir die Augen geöffnet werden und mir nicht gefällt, was ich sehe? Es gab Gründe, warum ich mich betäubt habe. Dinge, denen ich mich nicht stellen wollte. Die ich vergessen wollte. Lieber würde ich Blut spucken, als die Vergangenheit nochmal erleben zu müssen. Kate, du bist mit mir am Start, ne? Also es läuft. Wir stellen uns gemeinsam deinem Schmerz. Du hast schon so viel getan und willst trotzdem noch mehr tun. Mhm. Nun, was bilde ich mir ein, dass ich einem geschenkten Gaul ins Maul schaue? Ich setz mich auf den Stuhl. Wenn du soweit bist, leg den Schalter um.
Okay. Kate, bist du soweit? Ich könnte jetzt den Dingstuhl anmachen, deinen Rettungsstuhl. Konnte ich vielleicht langsam mal anschalten, Kate. Na, hock dich ruhig rein. Ach, den jetzt. Kate, chill. Vorsicht. Wie sie noch reingebeamt wurde. Heile Kates Abhängigkeit. Entgiftung starten. Bitte warten. Lebst du noch, Kate? Ich will sehen, ich will sehen. Was hab ich denn da reingepumpt? Sieht echt schmerzhaft aus, voll die langen Nadeln. In der Hals, nein. Wie sie guckt. Also, Kate, jetzt wo du cool bist, sind wir auch cool? Kurz speichern. Falls wir irgendwelche Sprachdinger haben. Alles in Ordnung, Kate? Wie fühlst du dich? Seltsam. Ich fühle mich ziemlich seltsam. Tja. Alles fühlt sich so anders an. Alles ist viel klarer. Mhm. Farben, Geräusche, Gerüche. Nichts ist so, wie ich es in Erinnerung habe. Ich kann nicht fassen, dass es funktioniert hat. Das Verlangen, die Schmerzen, Himmel, sogar der Rausch. Alles weg. Hatte ich mich wirklich so verändert? Tja, Kate, ich hab es dir ja gesagt. Ich hab dir doch gesagt, dass alles gut werden würde. Scheint, als hätten es alle außer mir gewusst. Ja. Ich glaube, dass Tommy das die ganze Zeit über im Kopf hatte. Der clevere alte Hund hat mich aus dem Combat Zone geschmissen, damit ich wieder in Ordnung komme. Mhm. Und er wusste, dass du es schaffen würdest. Er hat in dir wohl etwas gesehen, was ich übersehen habe. Mhm. Tja. Ich hab die ganze Arbeit gemacht. Ich kümmere mich. Ach ja? Zum Beispiel? Du weißt schon, was ich meine. Hör zu. Ich werde nie vergessen, was du heute für mich getan hast. Du warst da und hast mir geholfen, als sich alle anderen abgewendet haben. Ich weiß, ich bin mies im Danke sagen, aber das ist das Beste, was du aus mir rauskriegst. So, wie wär's, wenn wir jetzt abhauen und diesen Ort weit hinter uns lassen? Kate, guter Plan. So scheiße langsam, wie du gelaufen bist, brauchen wir eh noch 3 Tage, bis wir draußen sind. Also von daher, Kate, mach dir da mal keine Gedanken. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Also die nächsten Mal. Tschüss.